Es geht weiter mit Let's Play Sonic Lost World. Und ja, die Story ist nun abgeschlossen und ich habe jetzt mal in der fünften Welt, so geisteskrank wie ich bin, es hier geschafft, alle Ringe zu sammeln. Und wie ihr gerade sehen konntet, haben wir nun das hier bekommen. Den Chaos Emerald, und zwar den fünften. Man braucht ja alle sieben, um Super Sonic freizuschalten. Ich glaube nicht, dass ich das im Let's Play zeigen können werde, weil das doch ein bisschen zu nervig ist. Aber wir haben auch noch hier ein weiteres Geheimlevel freigeschaltet. Das habe ich offscreen gemacht, indem ich ein paar mehr Ringe hier gesammelt habe. Ja, ich habe in dem Level alle 5 Ringe gesammelt, weil ich habe lieber in diesem kranken Hardcore-Level alle 5 roten Ringe gesammelt, als in diesem hier, wo man überhaupt keinen bekommt irgendwie. Naja, würde ich sagen, dann machen wir dieses Level und danach widmen wir uns mal der Fragezeichenwelt. Es sollte eigentlich noch ein drittes Level geben, aber es sollte eigentlich in der 5. Welt freigeschaltet werden, wenn man alle roten Ringe hat. Aber es kam einfach nicht. Deswegen werde ich nochmal gucken, ob das einfach eine Fehlinformation war. Aber ich sage, gucken wir uns einfach dieses Level hier an. Oh, das ist ein ziemlich geiles Level. Das ist... Oh, was? Ach so, man darf nur einmal drauf und dann verschwindet das. Und wenn ich mich richtig erinnere, kann man diesen Level hier wunderbar Leben farmen. Und du da oben willst mich nerven, oder was? Ja. Ey! Spast! Ja, das ist gemein. Das kannst du doch nicht einfach so... Das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. Wohl vielleicht dann... Nein! Okay, ich werde nicht mehr den Leben hinterherlaufen. Das lasse ich doch mal lieber. Ja, na gut. Das kann richtig komisch springen. Wow, und die haben echt für so ein Bonuslevel einen eigenen Soundtrack genommen. Das beeindruckt mich gerade. Wow. Episch. Und, oh, jetzt verschwindet das von links nach rechts, aber das nehme ich natürlich mit. Ich bin nämlich lebengeil. Und in diesem Spiel aus gutem Grund. Verdammt. Ach, jetzt muss ich hier warten, bis das hier verschwindet, ne? Ich sehe schon. Das ist doch asozial. Ja, was soll man da machen? Aber egal, hier stehe ich genau richtig eigentlich. Und in die Kanone rein. Das ist ein nettes 2D-Level auf jeden Fall. Oh, aber jetzt wird's krass. Jetzt muss er das noch mit Walljumps kombinieren und... Oh, ich habe zwar einen Doppelsprung gemacht, aber interessiert ihn nicht. Und das Leben da um... Okay, ich hab's bekommen. Lol. Ach so. Okay. Oh, doch, ich rock das hier ganz schön. Nice. 5, 4, 3, 2, 1. Noch weitere Leben. Also das Level ist wirklich perfekt, um Leben zu farmen. Und ja, komm. Ja, doch, nehme ich dann auch mal mit. Also hier würde ich auch allgemein mal hingehen, wenn man mal Lebenmangel hat, wenn man mal irgendein Level hat, wo man... du solltest... Obwohl... Oh, wie episch! Nein! Och, Mann! Ey, komm, das hätte man mir auch jetzt gönnen können, dass ich das noch überlebe jetzt bei dem Skill. Erstmal sterbe ich fast, dann rette ich mich, dann rette ich mich nochmal und dann so, nö, stirbst du doch. Hat das Spiel dann, gib mir doch einen Arschtritt. Echt, so. Nein. Ja, jetzt haben das zwar übersprungen und sind nun wieder an der Stelle. Genau, die tritt man auch am besten weg. Ist, glaube ich, das Einfachste, was man hier machen kann. Ja, okay. Oh. Okay, die ignoriere ich lieber mal. Alter. Okay. Ja, weil der seine Kugel so kacke positioniert, da kann ich doch nicht vorbei. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, ich muss vielleicht mein Mikro vielleicht ein bisschen leiser stellen, weil ich sehe nur gerade so mit einem Auge auf dem Computer, dass die Tonspur von mir ziemlich laut ist. Ich hoffe, es macht jetzt nicht allzu großen Schaden. Aber na egal, kann ich den In-Game-Sound dafür wieder lauter machen. Ich fand der In-Game-Sound, den habe ich meistens viel zu leise gehabt bei Sonic Lost World. Das war vor allem, ich glaube, in den ersten 3 Parts, aber da hat man den kaum gehört. Dann habe ich den so nach und nach immer lauter gemacht. Und jetzt so bis zum Ende hin war ich dann ziemlich zufrieden, dann war es einen guten Einklang.
Und naja, wenn meine Stimme so laut ist, ist das kein Problem. Mache ich einen Game Sound eben auch noch mit lauter. Hört man eben beides besser. Problem ist nur, wenn die Stimme zu sehr übersteuert. Aber naja, ich muss sagen, ich habe bei diesem Mikro habe ich noch nie Rauschen erlebt, was mich sehr freut. Aber es kann mal wirklich sein, dass dann diese Dämpfungen sind und die werden jetzt nicht so geil. Aber naja, sehe ich ja, wenn die Aufnahme zu Ende ist, dann sehe ich ja, ob was passiert ist oder nicht. Ich stehe jetzt auch so gerade ein bisschen, habe ich jetzt gerade so ein bisschen weggesetzt vom Mikro, auch so ein paar Zentimeter, damit das auch nicht so auffällt. Ist halt gemein, das auch leiser zu machen, weil dann werden sogar auch die Tastentöne leiser. Bei mir ist das eh sowieso, wenn ich mein Mikrofon immer einstelle. Ja, warum kann ich jetzt keinen Doppelsprung machen, Mann? Oh, jetzt ist mir noch ewig an der Stelle. Ich wollte eigentlich jetzt die Fragezeichenwelt noch anfangen. Das soll ich jetzt nochmal ganz schnell mal kurz so zeigen. Naja. Naja, haben wir mehr vom Let's Play. Und bei mir ist das eigentlich, ich stelle so oft mein Mikro um, weil ich denke mal so, ach komm, ich kann da doch noch besser Quality rausholen oder man kann das doch irgendwie noch so machen, dass das irgendwie bequemer eingestellt ist, dass ich irgendwie auch mehr Freiraum hier habe. Doch, jetzt bin ich mittlerweile ziemlich zufrieden damit. Danke. Ach komm, das nehme ich jetzt aber mit. Egal. Ist mir egal. Ah. Zu spät anvisiert, verdammt. Nee, ich bin ein Mann. Was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. War ich schon immer eigentlich. Es sei denn, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Versuch doch mal hier hochzukommen. Ey. So. Was? Ey. Egal, ich habe jetzt eh 30 Leben. Müssen es so sehen, je öfter ich hier sterbe, desto mehr Leben bekomme ich. Es war völlig, nennt man sowas antithetisch. Ich glaube, man das nennt total gegensätzlich. Aber, naja. Wenn den schon anvisierst, warum greifst du ihn dann auch nicht an? Sonic, please! Mann! Ey, ich verstehe manchmal diese Steuerung nicht. Habe ich ja beim Fazit mich ja auch schon zu geäußert. Wenn dieses Spiel selbst zockt, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Der macht wirklich, was er will. Wo, doch, jetzt klappt es. Ja, sehr schön. Und jetzt in die Kanone rein. Und komm, jetzt will ich das Level aber mal beenden. Jetzt haben wir auch genug Leben. Und trotzdem sammle ich immer noch weiter. Wie so ein Verrückter. Muss sein. Und ich, wenn das Mikro jetzt okay ist, dann lasse ich es so. Wenn es doch zu laut ist am Ende, dann mache ich es nur noch leiser. Und dann bin ich... Dann kriege ich die Einstellung eigentlich sogar ziemlich perfekt. Ja. Ey, hier sind so viele Stellen, wo man getrollt werden kann. Das ist doch nicht mehr normal. Obwohl, das hat ja gerade ganz gut geklappt. So ein bisschen warten. Aber man hat dann nämlich die Zeit. Das habe ich nämlich gerade ein bisschen zu sehr überstürzt. Egal, jetzt habe ich eh 40 Leben. Es halt sich ja aus. Aber das Leben am Anfang nehme ich bestimmt nicht mit. Also, ich bin ja lebengeil, aber so lebengeil auch mal wieder nicht. Es sei denn, es geht dann, aber ich tue mir auch also gerne so ein Leben, auch wenn es mal um Leben und Tod geht. Hast du gut versenkt. Zu viele Schiffe versenken gezockt oder was? Boah. Ja, nerv mich nicht da oben. Ach, hier ist ja noch weiter. Was? Ey, warum hält er sich jetzt nicht fest? Ach Mensch. Sonic's Lost World sollte eigentlich ja kein Rage-Projekt werden. Ich wollte das eigentlich auch eher jetzt nicht halt ein Chill-Projekt, aber ich wollte das so. Weiß nicht. Mal so ein kleines Jump'n'Run, so zum Spaß einfach mal. Aber ich hätte nicht, dass das so Rage-lastig wird. Vielleicht will ich mich gar nicht aufregen. Hab eh einen harten Tag hinter mir gehabt. Dann nehme ich heute bestimmt, jetzt ohne zu übertreiben, ja, 2,5 Stunden mit dem Auto unterwegs. Im Stau, Autobahn, alles Mögliche. Naja, was tut man nicht alles dafür, wenn man seine Eltern im Stadion absetzen will und wenn man die abholt und naja. Und wenn man die natürlich genau dann abholt, wenn. Oh, wir haben es geschafft.
wenn die anderen gerade wegfahren und die Straßen ziemlich voll sind. Und man selbst dann auch noch mal eine Stunde nach Mühlheim fahren muss. Aber naja, wir haben es geschafft. Das sieht aber cool aus, das Level, muss ich sagen. Naja, jetzt ist auf jeden Fall mehr Zeit weg, als ich geplant habe. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht ablenken. Wir machen trotzdem weiter. Wir brauchen 7000 Tiere am Ende. Na gut, aber wir machen dann noch dieses Level. Vielleicht auch sogar noch das nächste. Denn die Hidden World Level sind ziemlich eigen, sag ich mal. Denn hier gibt es halt diesen Block, diesen Würfel. Der ist so eine Art Mini-Boss. Den müssen wir aber wegkicken. Und ich habe jetzt mal gedacht, das ist ein Endlos-Level. Aber nee, ist es nicht. Ihr seht oben links die Zeit. Die ist ziemlich gering. Ich habe immer gedacht, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist man tot. Und man muss irgendwie eine bestimmte Anzahl mal das Viech besiegt haben. Aber nee, das ist einfach nur so ein reines Bonus-Level, wo man ein paar Punkte und Tiere und so farmen kann. Und Ringe halt, meine ich nicht Punkte. Sind ja nicht bei Mario oder irgendwelchen Retro-Sonic-Spielen. Obwohl ich die Punkte ja sehr vermisse, weil ich finde das bei Sonic Adventure 2 und Sonic Heroes und so, das war so episch mit diesen Emblemen. Da muss man ja immer in einer bestimmten Zeit so viele Gegner wie möglich besiegen und so viele Ringe wie möglich haben und so. Und da wird das ja zusammengerechnet und je nachdem bekommt man ja immer so einen Rang dann, ja. Und der A-Rang oder später auch der S-Rang war dann immer das Beste. Und dann war es meistens, wenn man alle A-Ringe hat und alle Embleme, dann kriegt man immer irgend so ein richtig, schon das so ein richtig geiles Special. Und das ist eins dieser Spiele, wo die 100% zwar total unschaffbar sind, aber trotzdem man reißt das was sich zu machen. Hier gibt es ja auch Embleme und so, also man kann ja auch den S-Rang so bekommen, wenn man den Zeitmodus spielt. Und ja, wir haben es geschafft, weil ich gestorben bin. Aber es wird nur noch letzter Zeit bemessen. Aber das ist jetzt nicht mehr so richtig wie damals mit den Emblemen, dass dann so eine Mission da noch kommen und so. Leider nicht. Aber dann machen wir dann noch das nächste Level. Hidden World Zone 2. Und das ist ein ganz besonderes Level. Nämlich... Ja, wir fliegen hier mit dem Tornado. Wir können nur nach links und rechts steuern. Mehr können wir nicht machen. Wir können auch nicht nach oben oder nach unten. Und was ich auch noch sagen wollte, genau, es ist vielleicht aufgefallen, dass es auch gerade keine roten Ringe mehr gab. Denn in der Hidden World, da gibt es keine roten Ringe. Und... Ey, ihr verarscht mich. Wir haben ein bisschen Ringe, würde ich mich jetzt wohler fühlen. Danke. Also. Alter! Okay, das war doch ein bisschen zu viel Nitro. Ja, du musst halt nicht direkt gleich von 30 auf 120 schalten. Ja, komm. Und auch hier ist mal wieder eine Zeitbegrenzung. Ich glaube bei allen Bonusländern, hier ist die Zeit auch ziemlich begrenzt auch. Jetzt weiß ich aber, dass... Ja, gerade seid ihr wieder nach rechts geflogen. Jetzt fühle ich mich aber verarscht. Aber jetzt nehme ich lieber die Uhr mit, statt... ja, das Nitro. Ja, nochmal eine Uhr. Schön. Ah, gut, hier kann man wieder viel, sehr viel Zeit bekommen. Also ehrlich, was das für eine kranke Statue hier in den Wolken gebaut wurde. Und wo. Ach, das ist ziemlich fies, weil die sind ja diese ziemlich engen Kurven und man kann ja auch nie so schnell lenken auch. Der lenkt hier so ziemlich schwammig auch, wie man vielleicht merkt. Aber es könnte noch fieser werden und... Oh, obwohl das nehme ich ja was mit, weil hier ist ja eine ebene Fläche. Und... Oh. Ey, ihr seid solche Assis. So. Ein paar Ringe werden jetzt noch schön. Da sind auch welche. Aber es kommt wieder oben, der lässt wieder seine Minions frei. Und nein, ich habe LOL nie wirklich gezockt. Ich habe es mal so ein bisschen angespielt, mal mit einem Kollegen auch, weil ich habe einen guten Kollegen, der zockt das sehr gerne. Das war mit dem ein bisschen gespielt, aber ich habe einfach keinen Reiz dazu gehabt. Allgemein halt, irgendwie habe ich für so Multiplayer-Online-Spiele habe ich irgendwie überhaupt keinen Reiz. Habe ich nie wirklich gezockt. Obwohl doch, außer das Pokémon Trading Card Game, weil ich habe jetzt zeitlang wieder Pokémon-Karten gesammelt. Aber nach ein paar Wochen, nach einem kleinen Blick auf den Portemonnaie, habe ich es dann doch lieber wieder gelassen.
Aber sonst nie wirklich. Oder? Ja, obwohl Dragon City habe ich mal auf Facebook eine Zeit lang gezockt und. Ach, und sonst gar nichts wirklich davon. Oder auch immer nur kurz. Aber na gut, ich würde sagen, die nächsten zwei Level gucken wir uns dann im nächsten Part an. Und dann im letzten Part werden wir noch die zwei DLCs machen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!